Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt quasi alle Artefakte aufgesammelt, aber halt noch nicht gelevelt. Ich bin jetzt in dem System, wo man die Sidequests für dieses System hier auch starten kann, die ich da nicht geschafft hatte. Und in diesem System habe ich so ein besetztes Piratensystem halt geschafft. Das ist halt wieder nur auf Piratenballern halt und ja. Wenn man es geschafft hat, bekommt man ein Artefakt direkt und muss nicht erst in den Asteroiden reinfliegen. Ja, ich würde jetzt aber sagen, ich probiere jetzt hier erstmal die Story-Mission. Weil die Sidequest nach wie vor genauso schief gehen wird. Ich habe nämlich erstmal noch nicht gelevelt. Bei weiterhin. 300 ist das hier ein Gedränge. Und ja, ich würde dann halt wahrscheinlich wieder verrecken. Ich habe hier entsprechend auch keine anderen Waffen oder so. Alles es sei denn, es könnte sein, natürlich habe ich mit einigen Piraten zu tun gehabt, deswegen habe ich jetzt plötzlich mehr Geld. Ja, von dieser einen habe ich jetzt eine zweite wahrscheinlich irgendwie so, ne? Ich hatte vorher noch irgendwie einen Laser gehabt. Oder ein schlechteres Projektil. Ne, ich hatte einen Laser und so ein Projektil, was ich da mir erkämpft hatte, ne? Ich denke, so war das eventuell. Ja, und ansonsten. Endlich rein. Ansonsten heiter weiter. Lass mich springen. Ich muss ohnehin mehrere Male springen. Kommen wir da nicht direkt rüber, ne? In diesem System, da kriegen wir den Schlüssel für durch die Sidequest, ja. So, mal schauen. Soll jetzt hier wahrscheinlich bald so eine Befreiungsaktion von dieser Eona, was da jetzt kommt. Gucken, was da noch genau auf uns kommt. Ja klar, dass sie Probleme mit sich bringen. Ne? Ich habe mich da ja vage daran erinnert. Ja, neue Navigationsdaten ist immer nett. Artefakt in Targetliste. Ja, das nehmen wir auch gleich mit, würde ich sagen. Das Schneiden bei diesem Spiel manchmal. Aber das machen wir nicht. Solange wir das Licht dauern, das wird sich nicht groß lohnen. Oh shit. Außerdem muss man das auch mal zeigen, dass es auch mal lange dauern kann, bis man da hinkommt. Ist diese Option immer in der Handelsstation, dass man dann über Schmuggel Geld dafür bezahlt, dass einem einer das holt, ist natürlich ganz nett. Je nachdem, wie die Finanzen sich hier verlaufen werden, werde ich das vielleicht auch mal in Anspruch nehmen. Aber erstmal denke ich mir, spätestens nach der zweiten Flak-Mission werden wir richtig Holz brauchen und leveln, was das Zeug hält. Schon kommen. Ich muss jetzt wahrscheinlich auch schon ein wenig leveln. Aber ich level halt nur so viel wie nötig. So wenig wie möglich. Und, ja, im Sinne eines Let's Plays wollen wir uns da eh mehr auf die Story beziehen als auf Crash. Getüdel, ne? Ist, um nach Feierabend runterzukommen oder so. Weil das ist durchaus ein Spiel, was sehr beruhigend ist. Das ist ganz nett so vom Schlafen gehen. Und man kann ja auch Handel betreiben anstelle von Kriegsführung mit den Piraten, das geht ja auch.
ist halt etwas wieder für etwas mehr Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Und dann waren da noch zwei Piraten. Der eine hatte etwas Pech und kollidierte mit dem Asteroiden. Der andere dachte, wir hätten ihn mit einem Schuss erledigt und ist dann abgehauen. Ja, klar. Aber mal im Ernst, jemand sollte bald etwas gegen diese Piratenpest unternehmen. Bei jeder Fahrt brauchst du wenigstens 3 Geleitschutzjäger, damit man sich einigermaßen sicher fühlt. Ja, ich weiß. Das treibt auch die Kosten in die Höhe. Jeder Jäger kostet mich 10% meiner Marge. Wenn das so weitergeht, rentieren sich bald die Touren nicht mehr. Die Regierung sollte endlich handeln und dieses Pack zum Teufel jagen. Bereit machen für Sprung! Das haben die mich doch mit Absicht mithören lassen, oder? Als Piratenjäger. So. Ja, aber erstmal speichere ich. Ich habe nämlich keine Lust, dass das jetzt auch nicht geht und ich da nur in die Luft fliege oder sowas. Für den Fall, dass ich auch dort leveln muss, jetzt unbedingt. Neue Navigationsdaten, ja, schön und gut. Müssen wir sicherlich auf der Handelsstation landen. Dann geht's weiter im Kontext. Schauen wir mal. Wo ist Eona? In Sicherheit. Du hast deinen Job erledigt. Und dass du hier bist, zeigt, dass du verdammt viel Mut hast. Ist selten bei Menschen. Und deshalb brichst du dein Wort? Ich spreche mein Wort nicht! Du hast versprochen, du würdest Iona freilassen, wenn ich meinen Job erledige. Also, wo ist sie? Ich kann sie nicht freilassen. Noch nicht. Sie hat große Schulden bei mir. Ein so kleiner Gefallen kann dieses Problem nicht bereinigen. Das würde meinem Ruf schaden. Was soll das heißen? Dass unser Geschäft noch nicht beendet ist. Ich habe 3 Aufträge für dich vorgesehen. Wenn du sie erledigst, vergesse ich Jonas Schulden. Und dann lässt du sie frei? Du hast mein Wort. Gut. Ich habe 3 Aufgaben für dich. Zunächst wirst du dich mit einem Frachter treffen und einen Container entgegennehmen. Die Ware ist etwas unüblich. Daher findet die Übergabe an einem geheimen Treffpunkt statt. Den genauen Ort kenne ich selbst nicht, aber er ist im Speicher eines Satelliten hinterlegt. Ich gebe dir einen speziellen Scanner, mit dem du ihn auslesen kannst. Wenn du den Auftrag erfüllt hast, erfährst du, was als nächstes zu tun ist. Na mega. Leitzentrale am ankommenden Frachter. Nehmen Sie Ihren Platz in der Warteschleife ein. Ja, das ist ja dolle. Tja, bin ich mal gespannt, ob ich den Scanner einsetze.
So, einfach mit der benutzten Taste. Alles klar. Übertrage Wegpunkt für Treffen und Codesignal für Identifizierung im Bordsystem. In Ordnung. Triff dich mit dem Kontaktmann. Wer bist du? Was willst du von uns? Hier ist die Ware. Hau ab, so schnell du kannst. Wenn die Patrouille dich mit sowas erwischt, dann schießen sie ohne zu fragen. Okay. Jetzt hast du die Ware. Mach dich möglichst schnell auf dem Weg zu Hartog im Alsafia-System. Er wartet bereits auf deine Lieferung. Wir wurden entdeckt. Leg dich nicht so nah am Planeten mit der Patrouille an. Spring sofort! Ja, wenn ich könnte, würde ich ja, ne? Aber die hängen mir im Hals, ne? Ah, ich kann... Ich feindliche Schiff näher als 4 Uhr. Okay. Aber ich glaube, ich kann flüchten, ne? Komm mal weg, ne? So, jetzt aber hier. Paarige Aktion. Achtung an alle! Waren Hinweise auf illegale Fracht. Erhöhte Aufmerksamkeit gefordert. Ja, super. Überprüfung auf Besitz von Schmuggelware gestartet. Nee, eigentlich ja nicht. Schmuggelware entdeckt. Sie sind festgenommen. Na, das ist ja eine klasse Aktion hier. Ich kann mich selber Pirat spielen hier, ja. Ja, dann kommt doch. Dann bin ich alle fertig und dann lande ich halt. Geht nicht anders, ne? Thank you.
Fall ordentlich auf die Schulter, diese Schilde, die Typen hier. Geht so nicht. Irgendwie viele sollen hier noch Krieg führen. Schildenergie auf Null. Funktioniert so wohl tatsächlich. Killer. Okay. Schildeversorgung und so weiter und so fort. Ja, wir laden mal. Das bringt ja nichts. Tja, wie soll ich denn das machen?
bis zur nächsten Folge.